Ja, hallöchen, meine Lieben. Ja, nehmt auf, ich muss immer mal am zu checken, ob ihr euch auch nehmt. Willkommen zum nächsten Vorstellungsvideo. Ich nehme das eben gerade alles an einem Stück auf. Wir kommen nun zu Glowly 1988. Bei eben habe ich schon ein bisschen mehr Let's Plays geschaut als bei den anderen. Nämlich Super Mario Land 2, Gardener's Crusade, Search for Eden und Luffy habe ich mal kurz reingeschaut. Ein, zwei Parts, bin aber noch nicht weitergekommen. Ja. Unser lieber Glowly, der ja momentan, wie man hier vielleicht sieht, eine kurze Sommerpause bis Mitte August, wenn man das so kurz nennen möchte, macht. Er war bis vor einiger Zeit, wo ist das letzte Video? Zelda, hier die 44. War 4 Monate inaktiv, weil er Probleme mit seinem PC bekommen hat. Momentan kann Epic Game Maker Spiele aufnehmen, soweit ich das mitbekommen habe, weil Fraps nicht funktioniert. Ich habe ihn schon auf die Story verwiesen. Ich hoffe, das wird ein bisschen helfen. Und ja, Cloudly war auch bis vor 5 Monaten noch im Together mit vom dem Buch der 3. Falls sich noch wer erinnert, hier, der eine Party in der Mal gemacht hatte, ist dann aber halt in der Versenkung verschwunden, weil er halt Projektilprobleme hatte. Leider. Ich hätte ihn gerne beim restlichen Buch da dran mit gehabt und bei Final Fantasy Endless Nova, aber naja, gucken wir mal, wie sich das entwickeln wird. Ja, Cloudy, was macht er denn für Let's Plays? Hauptsächlich alte Super Nintendo Spiele und Game Boy und auch Epic Game Maker Spiele, einige hat er gemacht. Zum Beispiel sein erstes Display war Super Mario Land 2. Gardener's Crusade hat er auch mal probiert. Das war, glaube ich, auf welchem System? PS1 dürfte es gewesen sein. Das hat aber geleckt, wieso auch wenn sein PC nicht sonderlich der beste ist. Hat auch in seinen Videos veröffentlicht. Search Sweden hat er auch gemacht. Übrigens auch ein tolles Spiel. Evo Search Sweden. Ich weiß gerade gar nicht, wie es auf Japanisch heißt. Hier, das war sein erstes Game Maker Projekt, auch wenn es nur ein Part lang war, Heaven or Hell. Er hat übrigens auch die Reise ins All gemacht, hier. Das ist eines der wenigen Let's Plays, wo ich weiß, dass sie beendet worden sind. Ich glaube, Honky Tonk hat noch eins gemacht und irgendein anderer hat noch ein vollständiges gemacht. Aber ich finde, hat die Reise ins All immer noch viel zu wenig Beachtung geschenkt bekommen auf YouTube. Das müsste eigentlich mehr vertreten sein und so und blub und bla und bups und bieb. Ja, wie gesagt, momentan kurze Pause. Jetzt bleibt momentan Wario Land 1. Hauptsächlich hat außerdem noch ein Mechanarium gemacht, er momentan auch noch. Hat hier so ein Remembering gemacht, keine Ahnung, was das ist, das habe ich mir nicht angeschaut. Ich komme sowieso nicht sonderlich in dem, die ganze Netzwerke die zu schauen, weil ich einfach nicht so viele Leute abonniert habe. Aber na gut, die Abonnenten sind für mich eher so ein bisschen so ein Topf, wo alles erstmal reinkommt, damit ich dann nacheinander alles schön rausholen kann und angucken kann. Und ja, ja gut. Ich würde sagen, das war es auch schon wieder. Das soll auch nur, wie gesagt, ein bisschen Promotion für die Leute sein, damit ihr ein bisschen nicht unbedingt bekannter, aber damit ihr ein bisschen mehr von diesen Leuten erfahrt. Und ja, und mit 4 Minuten sollten die Videos eigentlich immer ordentlich gut sein. Ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder. Wir kommen dann zum nächsten. Und jetzt geht es erstmal wieder Schnitt und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, Leute, auf Wiedersehen. Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Machinarium, dem 6. Teil der Serie. Also, das ist der 1. Spielteil, aber der 6. Episodenteil. Deswegen, ja, herzlich willkommen und ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es hier mit dem kleinen Josef durch die Roboterstadt geht. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir sind in der Unterstadt ein bisschen spaziert, haben uns umgeguckt, waren auf dem Kirchplatz unterwegs, haben dort einen vermeintlich jüdischen Roboter in die Synagoge geschickt, Kirche, wie auch immer. Scheinbar gehen alle in die gleiche Kirche, so wie ich das jetzt rausgekommen habe.
Und die haben da gebetet. Und in der Zeit konnte ich mir einen Megafon ergattern. Dann habe ich weiterhin eine Ölkanne von einem. Ja, wo war das denn eigentlich? Diese Ölkännchen? Irgendwo habe ich es gefunden. Und eine Bandage, die hing hier, glaube ich, rum. Als Fliegengitter. Fliegenband, meine ich. Ja, und Schräubchen konnte ich mir dank der äußerst hilfreichen Komplettlösung auch noch ergattern. Gut, ja, würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde weiter. Ich verstelle gerade das Mikrofon eine Runde. Leider darf ich nicht lachen, wenn ich das Mikrofon, ne? Wo, so geht's. So dürfte es gehen. Ihr wollt mich ja auch verstehen, nehme ich mal an. Gut, dann würde ich sagen, hier haben wir, glaube ich, erstmal alles erledigt. Wir können natürlich hier nochmal mit dem netten Herrn spielen. Und die Schachnovelle rezitieren. Übrigens ein sehr schönes Buch. Ich zitiere, glaube ich, falsch, wenn ich sage, es ist von Schlink. Gute Frage, von wem ist die Schachnovelle? Egal, ihr kennt die sicherlich. Ist also ein bisschen auf den Nationalsozialismus basierende Geschichte von einem Mann, der von den Nationalsozialisten gefangen gehalten wird und in der Zeit das Schachspielen lernt. Und zu einem der pfiffigsten Schachspieler seiner Zeit wird, weil er ihn viel Zeit hat, mit sich selbst zu beschäftigen. Aber das ist eine ganz nette Geschichte so. Also es ist eine traurige Geschichte, wenn man es mal so im Kontext sieht, aber es ist eine gute Geschichte. Aber das ist jetzt Schulwissen und liegt ein paar Tage zurück. Hier waren wir noch nicht. Dann würde ich mal sagen, wir schauen mal, was hier zu machen ist. Was sehen wir denn hier? Ah, ein Arcade-Spiel, hey! Dann ein Vogel. Ein Roboter, der schweißt. Wir können ja mal spaßeshalber hier in die einfache Lösung gucken. Was müssen wir machen? Katze brutzeln. Katze brutzeln? Katze brutzeln, aha. Seht ihr mal? Das müssen wir tun. Habt ihr mal gesehen? Also hier sieht, kommt dann so eine kleine Blubberblase hoch und die sagt uns so ein bisschen, was zu tun ist. Okay, Kabel nicht anfassen, Strom. Strom ist da oben. Fließt hier runter. Können wir an dem Kasten etwas anstellen? Ja. Ah, ein vertragtes Rätsel. Okay, hier ist der Start des Kabels, nehme ich mal ganz stark an. Und hier ist das Ende. Ah, wie hießen denn diese Spiele? Jetzt können wir hier diese Puzzleteile bewegen. Ah, ich habe das nie so ganz gern gemocht. Muss ich mal so ehrlich zugeben, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Hoppala, was war das? Hat ein Teil rausgefallen? Wie jetzt? Sauhund, gib uns das Teil wieder. Wie jetzt? Du folgst uns? Ah ja? Der sieht ja witzig aus. Macht der auch mit, wenn wir nach oben unten gehen? Dann müssen wir in die Mitte. Ja, nur da. Witzig. Das Band bewegt sich auch mit. Ah, passiert aber nichts. Können wir das Band zum Reißen bringen vielleicht? Nee, hier auch nicht. Ich würde gerne in die Mitte gehen, ja? Ah, nee, das funktioniert so nicht. Auch er stelzelt. Sachte nach oben weiter.